beschreiben wir mal das Gebäude. Eins, fast. Zwei. Oh, bitte werden wir hier drin nicht auch nochmal verfolgt. Was haben wir hier jetzt? Was ist das? Eine Einkaufsliste. Naja, gut, das ist uninteressant, denke ich. Hinten QM, wahrscheinlich Quartiermeister, SGT, Sergeant. Wenn ich, denke ich jetzt. Keine Ahnung, okay. I don't remember this place. It smells dead. Es riecht tot hier. Okay. Ja, Petroleum kommt gerade reinhauen, das Zeug. So, ist gut. 5 von 10. Ich möchte einfach nicht hier drinnen nochmal verfolgt werden. Was haben wir denn hier alles Schönes? Was ist das da? Bei mangelndem Schwefel Arzneiwaren nach Schwefelsalba durchsuchen, zum Extrahieren kochen. Nicht ideal, macht Schwarzpulver unberechenbar. Aber besser als nichts. Bei Bedenken Corporal Kadir fragen. Müssen wir uns jetzt selber so eine Bombe bauen? Ich meine, guck mal hier. Oh, tatsächlich. Okay, wir müssen das im... Sulfur, Saltpeter, Charcoal. Schwefel, Salpeter und ein Becher Schwarzpulver brauchen wir, ein Becher gemahlene Holzkohle und 8 Becher Salpeter. Das müssen wir jetzt einsammeln und müssen uns selber so eine Kanonenkugel basteln. Ist das dein Ernst? Ah, easy, okay. Müssen wir das jetzt hier finden, oder was? Machen wir mal auf. Was haben wir hier? Streichhölzer? Oh, Briefe zum Lesen. Ich habe den Salpeter zum Gerben bestellt, nicht für ihr Pulver. Ich habe ihn nach oben zu meinen Vorräten verfrachtet und dort wird er auch bleiben. Fordern Sie Ihren eigenen an. Also Salpeter finden wir anscheinend also im oberen Stockwerk. Transport der Vorräte, 10. Februar. Wichtig, vergewissern Sie sich, dass Corporal Delarue verfügbar ist, bevor Sie die Güter ins Hauptgebäude hinunterbringen. Der Quartiermeister muss jederzeit anwesend sein, um die Lieferung zu beaufsichtigen. Lassen Sie die Kisten nicht in der Sonne stehen. Okay. Also Salpeter finden wir auf jeden Fall schon mal im oberen Stockwerk. Ich hoffe, wir arbeiten einfach jetzt nicht hier unter Zeitdruck. Was haben wir hier? Nicht auf Metall anwenden. Und hier? Klinge sollte nach Verwendung geölt werden. Was müssen wir denn hier machen? Oh, scheiße. Okay, das ist wieder irgendwie so Crafting-mäßig. Oh. Das sieht gefährlich aus. Ah. Das ist eine Falle. Als ob. Stolperdraht. Wie können wir den denn auslösen? Können wir irgendwas werfen oder so? Warte mal. Oh, Alter, bin ich schlau. Wenn das jetzt funktioniert... Mal hier rüber. Ja. Shit. Das hat funktioniert. Wieso bauen die denn hier so eine Falle? Ey, man kann es übertreiben. Das Ding, das du spielst dann ja bis nach keine Ahnung wohin. Ich hoffe einfach, dass wir hier alleine sind. Ich habe keinen Bock, auch noch verfolgt zu werden. Ja, mach mal Licht an hier. So, zack. Noch mehr? Hier oben. Zack. Zack. Ah, okay, haben wir schon. Oh. Was müssen wir denn hier machen? Charcoal. Holzkohle. Heißt, warte mal, wenn wir die da reinstecken. Nee. Heilige Scheiße. Ich muss mir das am Anfang nochmal durchlesen anscheinend. Haben wir hier? Ja, ist das richtig kochen hier oder was? Da kannst du anzünden. Und dann? Dann kann man den Weg frei machen noch. Haben wir einen Shortcut. Weg da. So, kommen wir wieder zum Eingang. Was haben wir noch alles hier? Werkzeuge nicht entwenden. Entfernen. Boah, ey, übertreibt's auch, Leute. Was muss ich denn hier machen? Warte mal, ich guck mir nochmal. Entschuldigung. Ich guck mir nochmal am Eingang
schnell an, was hier stand. So. Ah, ein Becher gemahlene Holzkohle. Okay, die müssen wir einfach nur mahlen, die Holzkohle. Easy, das sollten wir eigentlich noch hinkriegen. Die können wir doch hier drinnen mahlen, die Holzkohle. Kann man auch irgendwie... Ah, ne. Aufmachen. Holzkohle, zack. Rein. Zumachen. Und... Ja. Schön mit Gefühl. So. Nice. Also ein Becher gemahlene Holzkohle haben wir schon mal. Ne? Ein Becher Schwefelpulver. Können wir das schon hier reinmachen? Ich weiß es hoffentlich drin. Die sind einfach in den Raum verflogen, oder? Denke ich jetzt mal. Also, was haben wir? Schwefel brauchen wir jetzt. Schwefelpulver. Wo machen wir das denn? Ich habe keine Ahnung. Watch your step. Ja gut, aber hier müssen wir nichts machen. Sonst können wir den Salpeter oben schnell holen. Machen wir mal hier lang. Mother of God. Was? Ach du Scheiße. Was geht hier ab, bitteschön? Mach mal Licht an. Scheiße, wer macht denn sowas? Ich mach erstmal alle Lichter hier an. Fühl mich hier gerade gar nicht wohl. Oh, Scheiße. Die sind ja komplett im Arsch hier, die Leute. Kann ich die Fenster aufmachen? Kann man ein bisschen Licht reinlassen? Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, ich tu nichts einladen hier. Okay, kommen wir hier rein? Nee. Ein Schlüssel oder sowas. Guck mal, hier haben wir auch noch für die Lampen Öl. Ich bin doch im Licht. Hier ist auch nichts. Mal gucken, was wir hier finden. Was haben wir hier? Noch ein Brief. Folgende Gegenstände sind ohne Erlaubnis des Hauptmanns nicht zu entnehmen. Medizin und Spirituosen. Der Käfig ist ohne die Anwesenheit eines höheren Offiziers nicht zu öffnen. Was haben wir hier? Nichts. Ja, aber wo ist denn der Schlüssel? Irgendeiner muss ja den Schlüssel haben. Dankeschön. Ah, das ist gar keine Tür hier hinten. Ich will den Käfig aber öffnen. Was haben wir hier? Nichts. Was haben wir? Streichhölzer. Das war ich jetzt aber selber mit dem Geräusch, oder? Die Eingeweide liegen hier am Boden. Hat der den Schlüssel hier irgendwo dran? Nee. Na, der ist hinüber. Ich will da aber rein. Na du? Vielleicht kommen wir über die Fenster irgendwo hin. Das könnte auch noch funktionieren. Tatsächlich. Ah, was? Wieso soll das denn eine schlechte Idee sein? Alles gut. Uiuiui, die Steine sollte ich aber nicht so frohen Mund das rumwerfen. Ist gar nicht so tief. Oh, scheiße. Doch, ist schon ziemlich tief. Hallo. So. Heißt jetzt was? Was bringt mir das jetzt? Ein Shortcut, ja, okay, aber... Dem geht's anscheinend auch nicht so gut. Und hier? Nee, warte. Oder? Keine Ahnung. Oder muss ich jetzt darüber springen? Oh, Scheiße, Alter. Ich probier's. Okay. Hat funktioniert. Wie geplant. Ah, jetzt sind wir hier drin. Okay. Ja, damit. Das ist ein Schatz.
Was haben wir noch? Careful. Careful, this is rigged. Oh shit. Some sort of trap. Wenn man die Tür aufmacht, dann geht eh die Granate los. Aber kann ich die nehmen? Mach schon. Wegen dem Schießpulver kann ich die halt gebrauchen. Ist da über. Na komm, lass mal sein. Also wir müssen einfach aufpassen, ne? Ich weiß halt nicht, was die für einen Radius hat bei der Explosion. Ui, ein Riesenbrief. An alle, die nach uns kommen, ich habe versagt. Wir haben versucht, aus Trotz zu sterben, aber diese Teufel lassen nicht einmal das zu. Das Schreien nimmt kein Ende. Ich kann es nicht ausblenden, ich kann es nicht ertragen. Sie behandeln meine Männer wie ein grausames Kind einen Welpen behandelt. Sie weiden sich an ihrem Leid und sie beobachten mich dabei unentwegt. Alderic schreit ständig meinen Namen. Gardinier hat aufgehört zu atmen. Er ist der Glückliche von uns. Selbstmord ist eine Sünde. Aber der Herr hat uns verlassen. Und ich werde diese Dämonen keine Genugtuung geben. Also setze ich hier ein Zeichen. Und wähle den Tod zu meinen eigenen Bedingungen. Ich bitte euch, erzählt meiner Aurelie, nicht von diesem Schicksal. Erzählt ihr, dass wir für einen glorreichen, edlen Zweck gestorben sind und dass ich ein Vater war, auf den sie stolz sein kann. Sie hat nichts getan, um diesen Schmerz zu verdienen. Hauptmann Augustin. Okay. Ich würde jetzt gerne die Medical Supplies. Ah, Arzneiwaren. Perfekt. Schwefelsalbe. Perfekt. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Da haben wir noch was. Was ist das denn? Okay, aber das sind Tropfen. Das Rezept für Laudanum, okay. Hier ist doch noch was. So. Ah, weg da. Überleben wir das, wenn ich jetzt da irgendwas auf... Ich glaube, das überleben wir nicht, gell? Das müssen wir ja auch nicht auslösen. Ist alles gut. Wir haben ja eigentlich das, was wir brauchen, oder? Ah, nee, wir kommen gar nicht mehr zurück, oder? Nee, kommen wir nicht. Ah, das ist zusammengebrochen. Scheiße. Fuck, wie kann ich denn was werfen nochmal? Okay, so, ja. Scheiße, okay. Das wird heftig. Also gut zielen und zack. Zack. Mann, jetzt löst doch diese blöde Granate aus. Hä? Geht ja gar nicht. Okay. Das geht gar nicht. Wir müssen die echt irgendwie lösen. Oh shit, wie geht's unserem Kleinen? Ich höre noch Schlag, okay, ein Herzschlag. Ach du Scheiße, guck mal, wie es den zerfetzt hat. Der hängt da immer noch einfach rum. Okay. Na gut, okay, gehen wir weiter. So, wir haben den Salbei haben wir jetzt. Müssen wir den noch verarbeiten oder können wir den da so reinknallen? Komm mal her. Schwefel. Ach, das ist einfach schön. Kann ich das? Nö. Hä? Okay. Heißt jetzt was? Schwefelpulver. Wie mache ich denn daraus Pulver? Ah, wir müssen es kochen. Ah, okay. Anscheinend ist das unsere Küche hier. Unsere Drogenküche. Und hier können wir jetzt den Schwefel. Ja. Oh, da muss man aber auch schon gut nachdenken, ne? Haben wir da einen Becher oder? Zack, 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 zack. Okay. Wie lange geht das jetzt? Das brauchen wir dann eigentlich nur den Salpeter, ne? Wenn es mich nicht recht täuscht. Müssen wir nach oben, hat's geheißen. Als ob hier nicht noch irgendwo eine von diesen blöden Kanonenkugeln rumgelegen würde. Ah, ist fertig. So.
Nice, alles klar. So. Und rein da. Jetzt brauchen wir eigentlich wirklich nur noch 8 Becher Salpeter. Und die waren ja irgendwie ein Stockwerk weiter oben, hat er doch gesagt. Ich guck nochmal den Brief rein. Da war doch ein Brief gewesen, wo das doch stand. Hier. Da. Mhm. Ich habe ihn nach oben zu meinen Vorräten verfrachtet. Steht da. Aber hier ist ja nirgends eine Treppe nach oben, oder? Hier war auch nirgends eine Tür. Oder müssen wir außen rum? Oh. Sehe ich gerade. Danke. Aber hier ist ja gar kein. Hier gibt es ja gar kein oben. Warte mal, ich gehe mal raus. Ich hoffe, dass. Ja, nee, ich glaube nicht, dass das verloren geht, wenn ich jetzt rausgehe. Ich gehe mal raus. Also irgendwie müssen wir noch. Nach oben oder so. Kann man da irgendwie hoch? Ah, doch, hier geht's hoch. Sagt aber auch keiner von euch was. Schade, ich dachte, wir arbeiten zusammen. Wir sind ein Team und so. Oh, haben wir hier? Weg da. Was ist denn das? Weg da, komm, mal auf. Nee. Aber hier ist gar keine Tür. Oh, guck mal hier. Hier liegt wieder irgendwas. Malik Tumbura. Gibt nicht viel zu sagen. Malik kümmert sich wie immer um die Vorbereitung. Kauft Vorräte und so. Rachel erinnern. Extra Wünsche an ihn in Algier zu senden. Um Rachel so früh wie möglich vorstellen. Er ist ein guter Freund und kann sie davon abhalten, Dummheiten zu begehen. Mir schon tausendmal passiert. Ihm außerdem Tessies Situation erklären. Er würde alles für sie tun, auch wenn sie es nicht weiß. Okay, also irgendwie Sklave? Nee, Freund einfach vielleicht, ja? But all he did was stand there and say, "It's your decision, Mr. Victor." Never even raised his voice. Well, I think he's getting close to that with the freeze. Positively sarcastic. Ah, warte mal. Ich dachte zuerst, wir müssen es aufbrechen, aber vielleicht kommen wir auch so rein, oder? Kann man. Hä? Ich will hier rein. Warte mal. Als ob. Können wir echt? Das geht nicht, oder? Können wir die laden? Mal her. Nee, das geht nicht. Das wäre jetzt zu viel des Guten. Ja, aber... Oder soll ich die stopfen jetzt, oder? Wir sollen ja ein Stockwerk weiter hoch, hat's geheißen. Aber ich komme hier nicht rein. Ich kann nicht einfach aufmachen hier. Oder müssen wir die Kanone jetzt da so mit Vollgas reinstoßen? Sag mal her. Los. Nö. Damn you! Gibt's noch einen anderen Eingang? Er hat ja gesagt, er hat das, den Salpeter hat er nach oben gebracht. Guck mal, da oben geht's. Da muss man irgendwie hochkommen. Kannst du mir nicht erzählen. Warte mal, guck mal, wir fahren woanders dahin. Glaube ich fast nicht, dass wir von. Ja, gut, okay, hier sind auch noch so Türen und so. Den Baum können wir nicht hochklettern. Oh, jetzt laufe ich aber langsam hier einen riesen Umweg. Ich kann mir das fast nicht vorstellen. Das muss fast in dem... Das muss fast dort sein. Ich probiere nochmal von hier. Das muss fast da drin sein. Kannst du mir nicht erzählen. Ich muss da irgendwas übersehen haben. So. Ja, wir sind aber ganz unten. Wollen wir mal lesen hier? Ich habe ihn nach oben zu meinen Vorräten verfrachtet. Aber hier
geht's nirgends hoch von hier drinnen. Oder übersehe ich was? Was steht denn hier noch? Bei niedrigem Lagerbestand Corporal Cardia Bescheid geben. Ja, ist gut. Hier geht's nirgendwo nach oben. Oder habe ich jetzt den Salpeter irgendwie? Naja, der liegt nicht hier. Kommen wir von außen da irgendwie hoch? Habe ich da was übersehen? Irgendwie von hier? Nee. Ja, nee, das ist alles zusammengestürzt auch. Das glaube ich nicht. Kann man da hochklettern? Auch nicht. Hier war auch nur die Arznei. Also hier war einfach die Arznei, die wir gebraucht haben. Ja, Streichhölzer. Ah, mal aufmachen. Nichts drin. Ja gut. Was ist das da? Nee. Nee, als... Muss von außen irgendwo sein, oder? Oder täusche ich mich jetzt da? 8 Becher Salpeter brauchen wir noch. Ja, gucken wir nochmal draußen. Nee. Wir müssen nicht nochmal da rein, oder? Nein. Nein, das glaube ich nicht. Hier oben muss doch irgendwas sein. Was hier? Hier ist halt wirklich nichts, ne? Was ist hier weg da? Ist nichts. Einfach nur ein paar Säcke. Mann, das macht mich stutzig. Aha, da kann man einfach die Kanonenkugel aus der Wand raus und da kann man... Okay, verstehe. Wieder da rein, oder? Och man, ich weiß es nicht. Guck mal, was ist denn hier? Wenn er sagt, Scheiße. Oh mein Gott, ey. Oder ist das hier irgendwo? Hier ist nix. Das Vieh ist immer noch da drin, Mann. Halt nicht vorstellen, dass wir nochmal da rein müssen. Das wäre jetzt da voll. Das wäre jetzt voll der Abfuck. Jetzt, also echt jetzt, ich will da nicht nochmal rein. Von das Vieh ist ja da drin und wartet auf uns. Oder nicht? Das wäre jetzt echt einfach nur unfair, Mann. Wenn ich jetzt hier vergebens reingehen würde und werde jetzt hier abgeschlachtet. Glaubt mir, das wäre jetzt richtig unfair. Was ist denn hier los? Kommen wir nicht durch. Hm? Kommen wir da nicht durch? Nee. Kommen wir nicht durch. Müssen wir jetzt... Warte mal. Quartiermeister-Store. Vorräte des Quartiermeisters. Ja, aber sind die hier? Sind die wirklich hier drin? Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde den Part jetzt hier an der Stelle beenden und
Ich guck nach, ich werde online gucken, weil ich habe keinen Bock jetzt hier. Ey, ich schwöre, ganz ehrlich, ich habe keinen Bock abgeschlachtet werden hier drin und wir müssen da gar nicht rein. Ich meine, wo sind hier bitte schon die Vorräte des Quartiermeisters? Es gibt ja aber eigentlich schon fast nichts anderes. Es gibt ja nur diese zwei Bereiche eigentlich, hier und hier. Und wenn er sagt, ich habe sie nach oben zu mir gebracht, dann es kommt halt schon dem Ganzen sehr nah, dass wir da hoch müssen, ne? Oder gibt es noch einen anderen Weg? Naja, es gibt nichts. Naja, es gibt hier wirklich nichts. Ja, komm. Dann beende ich den Part hier. Ist wieder ein Doppelpart geworden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich doch über ein positives Feedback von euch freuen. Morgen kommt leider kein Part. Das kann ich jetzt schon mal an der Stelle sagen, weil ich nehme das hier schon am Freitagabend auf. Und damit ich was fürs Wochenende habe. Und am Montag habe ich leider keine Zeit aufzunehmen. Aber am Dienstag geht es dann wieder wie gewohnt weiter. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, haltet die Ohren steif. Euer Nier wünscht einen schönen Abend. Und ciao.